60 Primäreinsatz, Christoph 25, Navelstra. Notalarmierung zu einem Verkehrsunfall. Es ist mein erster Einsatz mit dem in Siegen stationierten ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 25. Zwei Wochen werde ich Ärzte, Piloten und Rettungsassistenten begleiten, ihre Arbeit beobachten. Mich interessiert, wie Menschen einen Beruf ausüben, der sie täglich an menschliche Grenzen bringt, sie in Situationen führt, die meist den Kampf zwischen Leben und Tod bedeuten. Annäherung an ein schwieriges Motiv. Erste Eindrücke, Bilder, O-Ton. Der Arzt trägt ein Sendemikrofon, das direkt mit meiner Kamera verbunden ist. Hallo, wo haben wir denn hier? Geht ihr bei den Ersten da unten? Das erste Fahrzeug? Der nächste NRW. Der nächste. Der Arzt wird einen vorversorgten Patienten übernehmen, sich über Art der Verletzungen, bereits getroffene Maßnahmen, den Unfallhergang informieren. Wir müssen ja sowieso umlagern. Ja, ja, ist schon klar. Du bringst dir die Frage bitte zum Krankenhaus hier noch. Machen wir. Alles klar, wir holen uns da wieder ab. Ja, ist klar. Gut, sonst Bauch und alles in Ordnung. Bauch und alles frei. Das ist keine Verletzung am Oberschenkel, das abgetropftes Blut aus dem Mittelgesicht. Ja, Zugänge hat er ja genug, sehr ja, prima. 2-0-1-1-4. Ja, wunderbar. Müsste normalerweise gut sein. Pupillen sind 1 plus beidseits. Ja. Waren sie auch von vornherein. Johannes, hast du die Narkose? Ja. Sind noch 5 Dormicum, 2 Pang, 10 Dormicum. Wunderbar, danke. Gut. Gut, übernehmen wir dann? Dann übernehmen wir. Alles klar. No? Und wie ist das denn eigentlich Unfallhergang? Er ist Fahrer, Beifahrer? Er ist Fahrer gewesen. Eine Klemmkerne rausgeschnitten. Das ist in Ordnung. Den Ball sollst du eigentlich mal den Bock. Ja. Was war denn hier noch? Das ist von oben runter geblutet, sagt er auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Gut. Wem ist die Maske, eure Schere? Die Maske haben sie weggetragen. Ja, die will ich nicht mitnehmen. Ja. Gut, dann packen wir so weit. Mal hoch, oder? Dann bleiben wir stehen. Wir sind ganz weit oben, da musst du uns hinfahren. Warte mal. Das Auto springt nicht an. Mach keinen Scheiß. Ja. Habt ihr ganz applaudiert an? Ja. Mach mal alles aus. Das ist nicht wahr. Sonst da oben springen gleich auch nicht mehr an, weil die noch lange warten. Das ist ein Starterkabel. Maja, mal. Hör auf, die schieben, mach. Gib Gas! Stopp! Gib Gas! Ja, da hast du ruckzuck, wenn du alles anlässt. Das ist eine halbe Stunde. Ja, ist klar. Sonst war auch wahrscheinlich immer nichts. Was? Schüttelhirntrauma. Sonst keine Probleme. Eher nur Schüttelhirntrauma, isoliert.
Was mit den anderen ist, weiß ich, aber ist ja leitender Notarzt vor Ort, da muss der sich drum kümmern. Ich muss jetzt sehen, dass er möglichst schnell in die Klinik kommt. Ja. Dass, wenn er wirklich eine Blutung hat, dass er ratzfatz operiert wird. Der Patient wurde in eine Spezialklinik nach Siegen geflogen und überlebt. Zurzeit ist er im Reha-Zentrum Bonn und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der Hubschrauber wird praktisch genauso eingesetzt wie ein Notarzteinsatzfahrzeug oder ein Notarztwagen. Das heißt, immer dann, wenn die Notfallmeldung den Anschein weckt, dass jemand eine Verletzung oder eine Erkrankung hat, bei der nur noch der Arzt helfen kann, um den Patienten zu stabilisieren, um den Transport ins Krankenhaus vorzubereiten. Immer dann werden wir mit dem Hubschrauber gerufen, wenn nicht ein anderer Arzt gleicher Qualifikation eher da sein kann. Dadurch, dass wir Anästhesisten sind, können wir halt sehr gut mit Notfällen umgehen, mit Herz-Kreislauf-Stützung, mit Atmung und so weiter und so fort. Wir werden häufig so als letzte Wiese gerufen, wenn irgendwo was nicht klappt, wenn die Patienten nicht intubiert werden können. Oder es gibt auch Notärzte, die einfach Angst haben, einen Patienten zu intubieren, beispielsweise weil sie die Routine nicht haben. Das ist schon ein enormer Druck. Das ist in dem Augenblick mein Patient. Ich bin ein speziell ausgebildeter Notfallmediziner und von mir erwartet, dass ich also alle möglichen Notfälle, wie auch immer im Rahmen eines wie auch immer gearteten Spielraumes, so oder so beherrsche. Und das macht Druck. Da stehen ja in der Regel Leute rum. Gut, es gibt auch die Situation, dass man irgendwo im Wald auf einer Lichtung landet, da ist keiner weiter. Gibt es immer wieder. Aber in der Regel ist es ja so, dass auch die Umstehenden, nicht bloß der Patient natürlich, von mir erwarten, jetzt kommt da jemand runter von oben und der wird das schon machen. Das ist belastend. Wichtig ist, nach wie vor den Mensch, der noch sieht, der da ist, auch wenn er noch so entstellt worden ist oder die schwerste Verletzung hat, gewöhnen daran. Richtig gewöhnen kann man eigentlich nicht, finde ich. Man muss damit leben können und muss auf jeden Fall, wenn man den Einsatz abgewickelt hat, mal darüber sprechen, aber man muss auch vergessen können, die Bilder. Also es ist für mich, obwohl ich jetzt schon 5 Jahre in der Rettungsmedizin tätig bin, jedes Mal noch so ein bisschen Stress in dem Moment, wo der Piepser losgeht. Was erwartet mich da jetzt? Wo komme ich da hin? Kriege ich das geregelt? Das ist eigentlich immer noch bei jedem Einsatz so. Das, was mir am meisten Stress macht, von der Anmeldung her, sind Notfälle mit Kleinkindern, Säuglingsnotfälle. Und Verbrennungsnotfälle. Gibt es denn da Untersuchungen drüber, wie hoch dann der Blutdruck bei euch geht? Wenn ihr... Ich habe es bei mir selber mal gemessen im Hubschrauber, als wir zu einem Einsatz geflogen sind, wo ich auch das Gefühl hatte, jetzt kriegst du da gleich Stress. Und da hatte ich schon einen Blutdruck von 160 zu 80. Und normalerweise liege ich eigentlich eher niedrig mit dem Blutdruck. Meine Information war, dass es sich um eine schwerst brandverletzte Person handelte. Da habe ich dann gleich gedacht, oh je, das sind bestimmt Verbrennungen dritten Grades. Wie viel Körperoberfläche verbrannt war, war erstmal auch nicht bekannt. Mir geht dann meistens durch den Kopf, hoffentlich kriegst du das hin und hoffentlich bleibst du ruhig äußerlich. Denn wenn ich selber bei der Versorgung nervös werde, dann kann es schwierig werden.
Hallo. Hallo. Frau Kollegin. Ja. Beim Bügeln wollte sie versuchen, die Wäsche einzusprühen mit Wasser. War aber kein Wasser, war Verdünnungsmittel. Ja. 9%, 9. Ja. 18, ungefähr 36%. Rücken auch verbunden. Rücken nicht. Nur hier vorne. Ja. Und die beiden Arme. Ich habe mit Myonot hier eine reingekriegt. Ja. Gelbe. Wir können hier aufschneiden. Sie können sich das gerne noch mal angucken. Hier oben ist nur ersten Grades Verbrühung. Machen Sie mal den Mund auf und mal die Zunge rausstrecken. Ja. Sie hat Luft. Geht einigermaßen. Haben Sie Luftnot? Haben Sie Schmerzen beim Atmen? Warte mal. Sie hat Ketamest und Tremgesic. Ja. Ja. Sie ist einigermaßen beschwerdefrei im Moment. Aber sobald das Ketamest aufhört, fängt sie wieder an. Valium? Hat sie noch nicht. Weil das reicht, das war mir etwas atemdepressiv genug, deswegen habe ich es vorhin erstmal weggelassen. Aber das Dormicum habe ich aufgezogen. Ja. Der Arzt vor Ort hat noch eine 100 Tamali gegeben. Ja. Ich selber keinen Zugang da. Ja, das war natürlich etwas. Ja, Gott sicher, das ist halt schwierig. Aber die läuft gut? Die läuft gut, ja. Das ist die zweite jetzt. Also nochmal. Dann lassen wir es eingepackt. Arme, beide. Arme. Und hier? Beide Arme. Arme. Und hier? Und hier. Ja, sind keine Arme, sind ganz vorne. Aber ist gut. Ja. Schmerzen? Ja. Ketanest? Würde ich auch sagen. Sie haben Ketanest. Nach Koblenz, Kemperhof eventuell. Dormicum. Da wäre ja schon der Schmerz. Zieh mir mal lieber Valium auf. Eine Ampulle Valium, 10 Milligramm. Wie wär's denn mit Ludwigshafen? Ist zu weit. Ist zu weit. Eher nach Köln oder so, weil die haben Kapazitäten mal geben. Köln könnte halt Probleme mit dem Wetter geben und deswegen am liebsten Kemperhof, ne, wenn das nicht. Okay, gut. Biene Post mir rechnen, da kläre ich das mal ab. Klär das mal ab mit dem Bett, genau. Wie geht's denn mit der Luft? Geht das? Die Atmung ließ nach. Sie atmete zwar noch, allerdings sehr flach. Und dann habe ich mich entschieden, die Frau zu intubieren, also den Beatmungsschlauch zu legen. Also die Frau war so verletzt, dass sie in ein Verbrennungszentrum musste. Und auf dem Hubschraubertransport hätte ich halt kaum Überwachungsmöglichkeiten gehabt, weil es sehr laut ist im Hubschrauber. Und wenn die Frau dann schläft, dann kann ich nicht ausreichend die Atmung beurteilen. Nee, haben wir nicht mehr. Wolfgang. Der kommt gleich. Der kommt gleich. Wolfgang. Kommst du mal bitte schnell, wir müssen intubieren. Machst du mir mal Trapanal fertig, die haben hier keins. Hast du sonst alles? Liegt schon alles fertig da. An der Einsatzstelle kann man natürlich vieles verkehrt machen. Was sehr schlimm ist, das ist zum Beispiel, wenn man ein falsches Medikament aufziehen würde. Der Doktor verlässt sich wirklich hundertprozentig auf einen. Und ich denke mir, das muss auch so sein. Und an der Einsatzstelle hat der Doktor bestimmt nicht auch großartig Zeit, irgendwas zu kontrollieren, was ich dem jetzt anreiche. Der muss sich da hundertprozentig drauf verlassen können. Sabine, hast du sonst alles? Fentanyl machen wir noch bitte fertig, eine. Okay. Gott. So, nicht zu viel. Und Fentanyl mal noch. Ich habe ja nicht viel. Fentanyl noch. 4 Kubik hinterher. Ja. 2, 4. Und dann hat man noch irgendwo ein Rest Valium, den können wir ihr dann auch noch geben. Rest Valium ist nur 1 Liter davon. Brauchst du noch ein bisschen? Hast du mal abgehört? Mach ich gleich, ja. Gerade noch mal ein bisschen Fanta Nachspruch. Die ist noch am Gegenhusten. Nee. Das heißt, für den Flug könnte man das doch machen. Mal gucken. Mach mal 8 Milligramm, ne? Ja. Wie weit seid ihr so? Ja, wir wären eigentlich
so im Prinzip breit, weit, dass wir umlagern können. Ja. Ja gut, dann können wir was schneller. Was wollte ich denn jetzt noch? Du hast Ehre gewinnt. Ha? Ehre gewinnt, ja. Okay. Tja, Sabine. Ja? Die ist nach Ach genau, das Nordbüro. Ja. Wollen wir sie in das Birnpack einpacken, ja, oder? Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich bedanke mich für die Mitarbeit. Nockeron, alles. Auch nicht, oder vielleicht nur ein Tuch, was noch vorne ist. Wir können hier ein Tuch drüber legen. Ja. Die, hier überhaupt über die, auch hier oben über den Brust. Das Fender auch wieder drauf, oder? Ja. Und vielleicht um die Arme irgendwas, aber wir brauchen nicht das ganze Burnpack. Nee. Nur die, Inlets. Haben wir nicht solche, die sind noch lose Tücher? Ja, ja, haben wir extra. Haben wir da auch, ne? Die, ja, da müssen wir fahren, das ist vielleicht wirklich gleich. So Quatsch, was können wir den Hubschrauber ja auch nicht machen. Ja, dann machst du das Ding. Wasser, das ist nicht so gut. Das lässt sich nicht. Kannst du mal den Arm ein bisschen hoch machen? Wieder, hängt mal ab. Ja. So, dann geben wir das hier auf den Bauch. Das ist eine Strahle, so. Muss ich gerade sagen. Ja? Genau, das ist genau die richtige Richtung. Ja. Ihr habt ja sicher auch einen EKG-Controller unterwegs. Ja. Ja? Ja. Guck mal wieder ab. Schalt mal ab. Ja, ein bisschen langen Ambo haben. Ach, das geht eigentlich so. 1, 2. Ist raus? Ist raus. Müssen wir selber neu kriegen. Ja, gucken wir nochmal. Ich trage da wieder rein. Bei euch im Nährtürich. Warte mal gerade. Hier mal. Start mal hoch. Einsatz mit Hindernissen. Ja. Da ist also dummerweise der Zugang, dieser venöse Zugang, über den wir die Infusion gegeben haben, der auch sehr schön lief, der ist uns dann beim Umladen leider rausgegangen. Das passiert halt schon mal. Und weil der Kollege vorher gesagt hat, es ist schwierig bei der Patientin einen Zugang zu finden, haben wir uns entschlossen, sie dann nochmal in den Rettungswagen einzuladen, weil wir in diesem Moment die Patientin auch von Hand beatmet haben, also mit einem Beutel von Hand, ohne dass sie extra Sauerstoff bekommen hat. Und deswegen habe ich dann gedacht, bevor das jetzt lange dauert und wir da lange draußen zugegangen sind, lieber erst nochmal ins Auto, auch wenn es Zeit gekostet hat, da nochmal an das Beatmungsgerät und dann in Ruhe gucken. Ja, und ist das so. Läuft. Ja, das ist klar. Dann nehmt ihr aber das. Das muss ich machen. Ja. Okay, dann wir das so mal weg hier. Können wir zwei Wege rein dran machen? Nein. Und die zweite? Ach, du Arme, Alter. Weil ihr habt den. Ne, dann nehmt ihr aber mit. Ja, hier, da. Hast du noch was? Ah, jetzt hast du keine Mullbinde mehr, oder nicht? Nee. Sag ich mal, wie viel ist denn da noch drin? Zum Drücken. Leg die rein, dann stecke ich nachher um. Ja? Hast du Stöpsel? Ah, ich habe einen Stöpsel. Aber wer sucht einen? Könnt ihr mir noch mal eine Mullbinde geben? Dann müssen wir hier. Jetzt wird es eng hier. Das kann man nicht noch mal haben. Nee, wirklich nicht. Du hast? Ich hab eine Beute. Ja, ich hab eine Beute. Okay, Doktor, kann beuteln. Du beutelst? Doktor, beutel oder ich beutel? Pass auf, der geht oben ab, ne, der Connector, den brauchen wir nachher auch. Ja. Ich meine, Pannen passieren überall. Die passieren natürlich auch in unserem Beruf. Sie haben halt im Zweifel, wenn es schlecht ausgeht, haben sie schlimmere Folgen, weil es hängt immer ein Menschenleben dran. Normal ist der gut, oder? Da ist hier sonst noch nichts ausgefüllt, oder? Aber ja, Pi mal Daumen, ne? Ja, ja. Vielen Dank. Tschüss, nichts zu danken. Tschüss. Hey.
okay. Dann mal. Die Patientin wird in das Verbrennungszentrum Koblenz geflogen und kann nach 5 Wochen mit gut geheilten Verbrennungswunden nach Hause entlassen werden. Nach 2-stündigem Einsatz Rückkehr zur Station. Christoph 25 ist auf dem Gelände des Jungstilling-Krankenhaus stationiert. Seit seinem ersten Einsatz am 1.12.1982 wurde er fast 10.000 Mal alarmiert. In Deutschland gibt es insgesamt 50 Rettungshubschrauber, die seit 1970 über 630.000 Einsätze geflogen sind. Einsatz muss man dann immer schön gut durchgucken. Dann mal schnell mal. Ist mal schnell mal zu Leuten gegangen. Und auf einmal braucht man das und den hat man war eine Verbrennung beider Unterarme. Ersten und zweiten Grades. Maschine. Ja, die Maschine, die ist noch nicht ausgeräumt. Ist denn gespült? Ja. Heute Morgen. Schon was ganz durchgeführt. Gibt es eine Angst vorm Versagen? Ja, das war ganz zu Anfang meiner Rettungsdienstzeit. Das war einer meiner ersten Einsätze. Das war ein Einsatz auf der Autobahn, ein Verkehrsunfall. Patient deutlich eingetrübt, also schlecht ansprechbar. Den wollte ich dann intubieren, beatmen und da habe ich mich sehr, sehr schwer mitgetan. Ich habe also da, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, bis ich den Beatmungsschlauch drin hatte bei dem Mann. Und das ist auch so ein bisschen hängen geblieben, muss ich sagen. Also immer diese, so ein bisschen die Angst, kriegst du jetzt den Beatmungsschlauch da rein. Das werde ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal verliere, aber ich habe da immer noch nach wie vor so ein bisschen Angst, dass ich das nicht hinkriege. Und das hat natürlich für den Patienten dramatische Folgen. Kein Sauerstoff, eventuell Blut im Mund. Der Patient damals, der hatte Gesichtsverletzungen, auch blutete auch sehr stark. Und da eventuell ein Sauerstoffdefizit und mit hinterher Hirnschäden, also das wäre entsetzlich. Wie war das in dem Fall? Das ist Gott sei Dank gut gegangen. Ich habe das dann hinterher noch irgendwie geschafft und habe den Patienten ins Krankenhaus gebracht und ein paar Tage später angerufen. Der ist also da völlig schadlos, ist er da rausgegangen. Was machen wir jetzt noch für einen Einsatz? Nach einem missglückten Überholmanöver kommt ein Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und schlägt beim Aufprall mit seinem Helm frontal gegen die Schutzbekleidung seines Motorrades. Ja, hallo. Hi. Hallo. Das war lang. Endlich wir mal. Wir machen uns was zusammen, Leute. Endlich mal adäquate Hilfe. Können Sie mal bitte. Habt ihr schon Zugang? Ihr seid ja das super. Ja, kann das schon. Wie war denn der Blutdruck? Der ist 140 zu 100. Ist er noch wach? Also, man kannst du mich verstehen? Gehen wir hier und nee, der versteht nichts.
Wollen wir nicht erst ins Auto tun? Wir tun ihn erst ins Auto, intubieren, tun auf ihre Vakuummatratze, dann können sie mit. Aber man kann sie nicht verstehen. Nee, der ist weg. Vorhin auch, bewegte sich auch und war dann auch direkt weg. Ja. Schön mitnehmen. Was? Das klingt nicht so gut, ne? Der hat sehr viel Blut aspiriert. Hörst du mich? Nicht so bewegen, ganz ruhig liegen bleiben. Was tut denn weh? Hör mal. Das andere Bein. Mal das andere Bein bewegen. Hier, guck mal, bewege mal das andere Bein. Will ich mal hier das Bein? Ja, ja, mach mal. Ja, alles gut. Wollen wir das anlegen? Mal ein bisschen hier oben anlegen. Dran ziehen. Ich versuche nach Möglichkeit immer, die Leute erstmal ins Auto zu legen und dann zu versorgen. Ne, zum einen kühlen die draußen aus. Ne, die Kollegen von der Rettungswache hatten dem ja schon alles ausgezogen, bis auf die Unterhose. Das mache ich eigentlich nicht so gerne draußen. Ne. Ich habe die Leute lieber im Auto liegen, auch um die den Zuschauern da zu entziehen. Viererspatel, ja? Ja. Gib mir mal die andere hier unten. Hä? Habt ihr an schon? Ja, nee, noch nicht. Mach das ruhig mal schon mal laufen. Mach richtig. Ist richtig. Ach, Hacke. Ist Hacke. Oh, das machen wir gut. FKG. Da oben ist die Fraktur. Ja. Da oben. So, jetzt brauche ich Saugung, ich sehe nämlich gar nichts. Ja. Gut, und mal so halten bitte den Kopf. Und raus. Habt ihr ihn verloren? Hey, hör mal noch. Soll ich mal nach? Nee, ich hab schon nachgefragt. Und den Kopf so halten. Ja. Mal den Kopf so halten. Ja. Erstmal ein bisschen anblocken, dann den Kopf so ganz ruhig halten. Beatmungsbeutel. Geh mal dann. Ist ein bisschen tief. So. Still den geht wieder. Ja, ist dran. Das ist schon gut. Warte mal, hier die. Jetzt weit. Hast du gerade noch die Absaugung. Wir lassen ruhig mal an. Ja. Müssen wir noch absaugen hier. Hoch. Läuft. Läuft, hier, da kannst du Zugriff machen. 5 Liter. Und danach, weil er sehr stark blutete aus der Nase, haben wir uns entschlossen, die Nase auszutamponieren. Mit diesen beiden Schläuchen, die wir da eingelegt haben. Die haben am Ende so einen kleinen Ballon, den man aufblasen kann. Und dann kann man durch Zug an diesen beiden Schläuchen den Ballon in die Nasengänge reinziehen und dadurch kann man das dann austamponieren. So, und jetzt warte ich. Warte mal. So? Ja? Gott, ja? Dann muss ich mal da dran ein bisschen mehr anziehen. Oder muss noch mehr? Muss noch mehr, der rutscht. Was wollen wir denn? Nein, das schafft er doch nicht mehr, das ist leer. Wollt ihr fahren oder? Nein, fliegen. Ich denke, wenn Sie den mitnehmen, das ist doch dann besser. Nur dann oben müssen wir dann wieder ein Auto hinbestellen. Ach so, ne? So ich kann da auch mitfahren. Ja, mir ist das egal. Was ist das klar mit Stilling? Können wir da hinkommen? Ja? Stilling geht klar, ja. Dann können wir im Prinzip auch fahren, bevor wir da oben dann wieder ein Auto... Wir müssen zweimal richtig. Ich habe mal ganz vergessen, Rettungszug bei 100 Toten an den Patienten. Bitte? Ich habe mal ganz vergessen, Rettungszug an den Patienten zu holen. Das heißt, ich kann die Sauerei auf dem Matratze.
Deckst du den mal ein bisschen zu noch? In diesem Rettungswagen war das so blöd angebracht, das Beatmungsgerät. Das hing oben, fast unter der Decke von dem Wagen, dass man das also gar nicht so im Auge hatte. Deswegen musste ich dann dauernd aufstehen und gucken, funktioniert das noch? Ist der Beatmungsdruck noch ausreichend? Oder steigt er eventuell an? Das hätte dann vielleicht auf eine Thoraxverletzung, Lungenverletzung noch hinweisen können. Alles, was du da noch hast. Das sind natürlich. Oh, Herr. Oh, hallo. Seid ihr noch am Arbeiten? Ja, klar, die Anästhesisten, die machen das schon mal. Ach, Gelocktamponade. Ja. Soll ich dir schon was erzählen? Oder? Ja. Der ist noch. Komm, hol ihn doch raus, du kannst bei Leuten erzählen. Die Krawatte ist nur zur Sicherheit. Wir haben also nicht so erstmal keinen Verdacht, dass irgendwas mit der Wirbelsäule ist. Ja, irgendwo hängt er hier. Wir haben dann ins Auto, haben, weil er wie gesagt nicht ansprechbar war, intubiert und beatmet. Der war Kreislauf stabil. Der hat auch sonst keinen Anhalt auf anderweitige Verletzungen wie Thorax oder Abdomen. Ne? Abdomen war weich. Das Schlimmste scheint bei ihm zu sein, eine Oberkieferfraktur und hier diese Gesichtsweichteilverletzungen, eine Risswunde in der Oberlippe, die sehr stark blutet und er blutete stark aus der Nase und hatte auch beim Intubieren hinten das Blut im Hals stehen. Also der hat auch sicherlich aspiriert. Wir haben zwar nichts absaugen können, aber ich gehe mal davon aus, dass er auch aspiriert hat. Der Helm, den er aufhatte, war in der Mitte gespalten. Ich habe den nicht gesehen. Und genau so sieht auch sein Gesicht aus. Hilfst du mir weiter? Oder fährst du hoch oder ist egal? Ist egal. Dann komme ich ja gleich den Rundenstufen. Ich kann so weit jetzt auch noch richtig. Die Arme müssen wir gleich noch ein bisschen festmachen, sonst fallen die ja gleich runter. Oder liegen die auf? Schau, die haben wir noch für den Hintergrund. Nach der Operation seiner Gesichtsschädelfraktur wird der Patient Anfang Juni nach Hause entlassen. Mittlerweile geht es ihm wieder gut. So, tschüss. Tschüss. Also wenn wir wirklich 5-6 Einsätze hatten, wo wir richtig arbeiten mussten, das geht in die Knochen, das ist Knochenarbeit, das merkt man dann auch. Dann ist man also hinterher total gerädert, als wenn man irgendwo schwer körperlich gearbeitet hat. Das ist schon Mensch. Auch wenn wir nicht sehr lange mit diesen Patienten zu tun haben, weil es ist ja eigentlich immer nur eine sehr kurze Zeitspanne der Begegnung mit diesen Leuten. Je nachdem, in welches Krankenhaus sie gebracht werden, wenn die in unser eigenes Krankenhaus kommen, dann sehen wir die oft wieder. Wenn die zum Beispiel bei uns auf der Intensivstation liegen, können das noch längere Zeit verfolgen. Aber wenn wir die in ein anderes Haus bringen, dann ist die Begegnungszeit nur sehr kurz, aber trotzdem kann ich die eigentlich nicht so als Fall abtun. Wenn du die Möglichkeit hast, bist du sowieso gut beraten, mit dem Patienten sehr schnell eine sehr menschliche Beziehung aufzubauen. Der muss Vertrauen bekommen, entgegengebracht bekommen. Er hat es ja auch für dich übrig. Notgedrungenermaßen, muss man sagen. Er hat gar keine andere Wahl, das muss man wissen. Und Fall ist er natürlich, klar. Das kann ich in dem Fall nicht analytisch auseinanderhalten. Das
kommt alles zusammen. Ich sag dem natürlich, wenn ich ihm eine Infusion anlege, es tut mal weh jetzt. Ich befrage ihn, wenn ich kann, vorher zur Anamnese. Das braucht Vertrauen. Gefühle in dem Moment darf ich eigentlich überhaupt nicht zulassen. Für mich ist es in dem Moment, wo ich an dem Patienten arbeite, ein Fall. Wenn ich jetzt über sein persönliches Schicksal nachdenken würde und würde mich das viel zu sehr ablenken. Und ich denke, dass dadurch dann Fehler und subjektive Fehlentscheidungen passieren könnten. Beginnt unser Arzt mit seiner Behandlung, dann ist das unser, mein Patient. Und dann bin ich mit dafür verantwortlich, dass der Patient auch wirklich in die Endbehandlung kommt, die der Arzt für notwendig hält. Und dann setze ich mich für diesen Patienten schon ein. Dann tue ich wirklich alles, um ihm auch gerecht zu werden. Alarmierung zu einem Motorradunfall. Wenn der Piepser angeht und die Maschine mit einem Außenbordanschluss versehen ist, kann ich es schaffen, innerhalb von 70 Sekunden die Maschine in der Luft zu haben. Den wirklichen Punkt, wo ich hin muss, den kriege ich oftmals erst in der Luft gesagt. Ich kriege also bei der Alarmierung eigentlich immer nur den Großraum genannt, also irgendwo im Bereich der Leitstelle Olpe. Dann weiß ich zum Beispiel, dass ich von Siegen erstmal Richtung Norden fliegen muss. Und wenn ich dann in der Luft bin, kriege ich den exakten Ort genannt, den ich mir dann auf der Karte suchen muss oder der Rettungsassistent mir zeigt. Tja, und dann muss ich die Navigation eben aufnehmen, sodass ich da hinkomme. Ich stehe ja grundsätzlich erstmal in der zweiten Reihe. Ich komme ja immer hinzu, wenn irgendetwas passiert ist. Ich bin ja nie von Anfang an dabei. Und dadurch überrennt mich auch keine Situation. Ist das öfter? Ja, sehr wahrscheinlich da Ellenbogen oder Klavikula. Und dann ist ziemlich schockig. Ja, Sie müssen nur sagen, wenn die Schmerzen noch. Sind Sie Angehöriger? Ja, ich war. Dann sagen Sie Bescheid. Nach dem, wir können noch mehr Schmerzen. Aber Angehöriger nicht, ne? Dann gehen Sie bitte ein bisschen weg. Lassen Sie auch. Versuchen Sie mal bewusst in den Bauch reinzugehen. Ja? Ich sehe nichts mehr. Ja. Das ist gut, wenn du nichts mehr siehst. Ja. Spüren Sie alles hier vorne? Am Finger, wo ich die Kneife? Hier? Ja. Okay. Ist doch am besten, wenn wir hier halten, dann kann man das ziehen. Komm, ganz ruhig. Ganz ruhig. Nicht so schnell atmen, ganz ruhig. Es passiert nichts Schlimmes. Komm. Es passiert nichts Schlimmes. Ganz ruhig atmen. Wie heißt du denn? Georg.
Geh euch. Ja, ja. Ganz ruhig atmen. Komm, ganz ruhig. Dann geht das auch wieder. In den Bauch reinatmen. In den Bauch reinatmen. Ja? Gegen meine Hand. Ich nehme alle für gegen meine Hand. Ja. Ja, die Scheißkurve. Ja, die Scheißkurve. Das ist ein vernünftiges Wort, die Scheißkurve. So. Den Arm mal liegen lassen. Ja, hör mal auf so schnell zu atmen, ja? Große Mittel ist jetzt, der merkt nicht mehr so. Ja, einfach entspannen. So, und bei 5 heben wir an. 4, die 5. Der Motorradfahrer hat aufgrund seiner Verletzung eine Narkose gekriegt. Und das heißt, sehr starkes Schmerzmittel, was letztlich in eine Narkose reinführen kann. Und bei diesem Narkosemittel kommt es zu sehr paradoxen Reaktionen der Patienten. Und da ist es sehr wichtig, dass man ganz ruhig mit ihnen spricht, dass man sie in den Schlaf hinein begleitet praktisch, weil sie sonst die ganzen Eindrücke, die um sie herum passieren, eine Tür schlagen, das sind Eindrücke, die die ganz, ganz intensiv aufnehmen und da ganz lange dran arbeiten. Wenn man sich einfach zu den Leuten runterbeugt und mit ihnen ganz, ganz ruhig spricht, dann werden sie von solchen Sachen abgelenkt und dann ist es einfach für die Leute besser. Mit mehreren komplizierten Armbrüchen wird der Motorradfahrer in das nächste Kreiskrankenhaus gefahren. Das ist sicherlich eine der wenigen Sachen, die ich ganz freien Herzens behaupten kann. Mein Beruf macht mir Spaß. Was es im Endeffekt genau ist, weiß ich gar nicht. Vermutlich aber die Tatsache, dass ich etwas tue, was unangreifbar ist. Unsere Gesellschaft, unsere Einstellung und alles ist doch darauf ausgerichtet, immer zu überprüfen, ist das jetzt gut, was du machst, machst du das Auto an, vergiftest du die Umwelt und so weiter und so weiter. Und wenn ich an den Beruf eines Hubschrauberpiloten schlechthin denke, dann ist das sicherlich ein sehr, sehr fragwürdiger Beruf. Die spritzen Gift, die fliegen nur die reichen Leute und so weiter und so weiter. Alle diese Angriffe habe ich auf meinen Beruf als Hubschrauberpilot im Rettungsdienst noch nie gehabt. Ganz im Gegenteil. Und das ist vielleicht das, was uns auch über viel Leid hinweg hilft, vielleicht auch eine Art des Schutzmechanismus ist, dass man sagt, Mensch, das ist doch toll, was du machst. Das ist anerkannt, das Ego wird gestärkt. Man ist zufrieden, wenn man nach Hause kommt. Man hat etwas geleistet. Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem man nach Hause kommt, wo man sagt, man hat nichts geleistet. Schichtbeginn in der Luftrettung ist Sonnenaufgang, Schichtende Sonnenuntergang. Heute trifft sich das Team um 6.30 Uhr zum Gerätecheck. Um 7 Uhr meldet der Assistent der Leitstelle die Einsatzbereitschaft. Danach beginnt das Warten auf den ersten Einsatz. Schönen Tag noch.
Musikfilm. Oder Musikfilm. Sie wünschen bitte? MTV, oder? Dies ist ein Überfall. Geht her! Gut, das wird Ihnen gefallen! Wegen der Pizza? Achso. Meiner war nämlich nicht richtig eingeschaltet. Die Warterei zermürbt. Wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat und der Tag immer weiter fortschreitet, dann denkt man oftmals, es muss doch was passieren. Die Eigenaktivität, die man gerne entwickeln möchte, wird immer weiter zurückgestellt. Das geht so weit, dass man nicht mal mehr in der Lage ist, mir geht es so, dass man nicht mal mehr in der Lage ist, die Konzentration aufzubringen, Zeitungsartikel zu lesen, weil man denkt, das kommt jetzt, jetzt muss er ja gleich kommen. Ja, früh morgens geht man noch recht unbeschwert auf Klo, da nimmt man so liegt sogar die Zeitung mit. Es wäre nachmittags undenkbar. Wird man überhaupt nicht mehr sein Geschäft zu Ende kriegen. Einfach, weil dieser unerhörte Druck drauf lastet, du hast heute ja noch nichts getan, das muss ja kommen. Das Gesetz der Serie läuft ja. Es hieß erstmal nur Richtung Marburg. Wenn wir nach Marburg gerufen werden, dann ist eigentlich schon immer eine größere Sache in Gang. Und so war es dann auch. Wir haben unterwegs dann gehört, ja, es sei ein Großbrand mit mehreren Brandverletzten. Bei Löscharbeiten geraten zwei Feuerwehrleute nach einer Verpuffung in einen Feuerkessel. Einer von ihnen erleidet schwerste Verbrennungen dritten Grades, der andere Verbrennungen zweiten Grades. Der Arzt wird nach der Landung den schwerer verletzten Feuerwehrmann versorgen müssen. Seine Überlebenschancen erscheinen gering. Als ich den Mann sehe, entscheide ich nicht, direkt dabei zu bleiben. Der Ton des Arztes dokumentiert jedoch die dramatische Schwierigkeit, dem Patienten trotz panzerartiger Verhärtungen seiner Haut einen lebenswichtigen Venenzugang zu legen. Grüß dich, hallo. Rainer, ne? Egal, ist das hier? Tag. Hallo, was ist denn passiert? Ja, denke ich auch. Als du das hochging, hat es jetzt voll erwischt, ne? Ja. Ich schreibe dir jetzt kurz alles auf, was er gekriegt hat. Ne? Das wäre prima. Und wir versuchen noch was, den Namen zu kriegen. Das wo haben wir was für Zugänge noch? Alles da unten. Alles? Ja, drei Stück. Ja. Zweimal grün, einmal gelb. Drei. Schwierig. Ich brauche einen Zugang zentral am besten. Ja. Hier oben war nichts zu kriegen, ne? Meine Chance ist alles verhärtet, an der Hand auch schon, ne? Das ist schon steinhart. Das hat er also übel erwischt. Macht ihr nochmal ein. Lässt sich nicht reinschieben. Eine Häse? Lässt sich nicht reinschieben. Neue oder mit Infektionsgesteck? Ja? Mit Infektionsgesteck? Ja, haben wir noch welche? Nee, muss ich nochmal raus. Das ist. Schiebt sich schlecht. Ich kriege nicht rein. Gehen wir mal mit dem Carbafix versuchen und drauf? Ja. Also ich krieg den hier nicht reingeschoben, ne? Mhm. Das ist. Ja? Nee, geht nicht. So, bist du drin? Guckst du mal auf die Flasche? Kannst du nicht? Ja, das läuft alles gut. Die ist drin. Ja?
verlässt sich ihn. Christoph 25 Aachen, Christoph 28 Köln. Dann nehmen wir den schwerer verletzt. Ja. Also 28. Quatsch, den. Ja. Martin, wir fliegen nach Aachen. Ich würde vorschlagen, Aachen. Wir nehmen den leichter Verletzten. Michael. Und der 28er fliegt nach Köln mit dem schwerer Verletzten. Wenn der beide. Ich hat er schon eingeteilt. Ja, der schwerer geht das aber um Sprit. Ja. Ja. Der kommt nicht bis nach Aachen, der andere. Ja. Moment. Ihr seid doch. Warte mal, ihr habt das Ziel auf die Bahn. Ja, genau so. Ja. Habt ihr es feucht? Ach, der ist gar nicht. Björn, mach hinten, mach nur eine hinten, dass der Rücken oben im Rückenbereich hauptsächlich nass ist. Ja, nee, mach das mal da drauf. Ruhig auf das Tuch, das muss ja richtig quatschig sein. Raumhebel ziehen. Die andere kann er auch noch. Nee, das reicht doch. Das ist gut, das reicht. Hauptsächlich, dass der Rücken und. Jawohl. Ich muss hier einladen. So, jetzt mal auf. Martin, hast du Maschine fertig? Schiene ist fertig. Komm rein. Was ist denn? Ich kann sehr wenig im Hubschrauber an dem Patienten selbst arbeiten. Ja? Er muss picopello vorher versorgt sein. Und zwar so, dass ich dann nur noch, um die Narkose aufrechtzuerhalten, beispielsweise Medikamente spritzen kann. Ja? Ich habe das EKG, ich habe das Beatmungsgerät, ich habe ein Pulsoximeter, mit dem ich die Sauerstoffsättigung des Blutes im Prinzip messen kann. Ich gucke den Patienten mehrmals während des Transportes in die Augen, sehe, dass die Pupillen eng sind, dann ist meine Narkosetiefe ausreichend. Wenn die Pupillen weit, fängt der Patient an zu schwitzen, ist das schon ein Zeichen dafür, dass der Patient Schmerzen hat oder dass er wach wird. Ja? Man arbeitet selbst nachher wie eine Maschine. Ja? Man versucht, alles Persönliche wegzudrängen und kümmert sich lediglich um den Patienten. Oder in dem Moment ist es halt, ist es eine Maschine, die repariert werden muss oder ähnliches. Der Feuerwehrmann wird in die Universitätsklinik Aachen geflogen. Nach einstündigem Flug wird er dort sofort versorgt und kann bereits Anfang Juni von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt werden. Sein Kollege liegt zur selben Zeit im Verbrennungszentrum Köln noch auf der Intensivstation, muss aber nicht mehr künstlich beatmet werden. Er ist außer Lebensgefahr.
Nach 5 Stunden Einsatz, Ankunft in der Station. Naja. So, irgendwie brauche ich jetzt mal was zu essen. In Deutschland ist es mittlerweile sehr schwierig geworden, teilweise solche Notfallpatienten an Krankenhäusern abzugeben. Es hat teilweise zu einem recht umfangreichen Patiententourismus geführt. Und dem Arzt und Sanitäter ist schon sehr geholfen, so früh wie möglich zu wissen, an welchem Krankenhaus können wir diesen Patienten mit dem Notfallmuster letztendlich dann zur Behandlung abgeben. Weil das insgesamt die Reaktionszeit verkürzt. Für mich wird es ein Problem, wenn ich wirklich einen Patienten mit relativ starken Blutungen habe, mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, der jetzt ganz, ganz schnell versorgt werden muss in einem Krankenhaus, wo ich keine Versorgungsmöglichkeiten, keine weiterführenden Versorgungsmöglichkeiten im Hubschrauber habe. Sprich, ich kann ja keinen Schädel aufbohren im Hubschrauber oder den Bauch eröffnen. Und dann muss der Patient in die nächste Klinik. Jetzt ist es aber häufig so, dass wir nach Betten suchen, sprich nach einem neurochirurgischen Bett. Und wir werden abgelehnt. Das heißt, ja, wir haben kein Intensivbett frei. Sie müssen woanders. Versuchen Sie es erst nochmal woanders. Wenn ich mich nun über eine Leitstelle anmelden lasse, dass ich mit einem Schädel-Hirn-Trauma in die und die Klinik fliegen will, dann haben wir oft den Eindruck, dass es auf die ganz billige Tour gemacht wird nach dem Motto, ach, der Hubschrauber hat den Patienten schon drin, dann kann der auch woanders hinfliegen. Unser letztes Bett kriegt er nicht. Und mit dieser Realität müssen wir leben. Ist auf Deutsch gesagt zum Kotzen. Also dann fragt man sich, wofür machen wir das eigentlich? Wir fliegen schnellstmöglich irgendwo hin, bemühen uns vor Ort, den Patienten wirklich optimal zu versorgen, teilweise unter ganz extremeren Bedingungen als irgendwo im Krankenhaus. Und dann fliegt man zu einem Krankenhaus und dann wird da anschließend diskutiert, warum, wieso, weshalb. Also das ist sowas von frustrierend. Besonders Pflegedienststellen, Intensivpflegedienststellen werden abgebaut. Und dann werden halt Betten auf der Intensivstation geschlossen, weil halt kein Personal mehr da ist, die Patienten zu versorgen. Und dann kommt es immer häufiger vor, dass man abgewimmelt wird. Und im Ernstfall, das haben wir leider auch schon ein paar Mal machen müssen, da haben wir mit dem Staatsanwalt gedroht, ne? Wenn sie sich weigern, denn im Prinzip besteht Aufnahmepflicht, wenn sie sich weigern aufzunehmen, informieren wir den Staatsanwalt und dann klappt es meistens. Das ist natürlich sehr unschön, sowas. Ne? Also ich denke, die Problematik liegt einfach darin, dass die Patienten, die mir fliegen, meist Schwerstverletzte sind, sehr oft Schädel-Hirn-Traumen. Patienten, die sehr langwierig sind, Verletzungen, die kostenintensiv sind, meiner Meinung nach, Krankenhäuser eben aufgrund dieser Tatsache die Patienten ablehnen. Weil die einfach zu intensiv sind und wenn man jetzt in der freien Wirtschaft wäre, würde man einfach sagen, nicht lukrativ genug. Also ein Patient, der internistisch versorgt wird, der hat genau denselben Pflegesatz wie so ein Schwerstverletzter und da kann man Geld mit verdienen und so ein Schwerstverletzter kostet einfach nur. Doch noch eine Verlängerung.
Hast du dich also bis auf minus 42 Dollar hochgearbeitet? Und wenn du ein neues Spiel gibst, rechnet, dann macht er die endgültige Abrechnung. Jetzt hast du minus 94 Dollar. Das ist schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Mein Name ist Anastasis, schon vor Ort, er hat schon gerade intubiert, hat Ketanest gekriegt, ich habe Hypno aufgezogen. Kubus ist sicher drin. Kubus ist wohl drin, der hört gerade ab. Ja, der blutet irgendwo aus dem Kopf, ich habe nicht großartig untersuchen können. Ich habe erstmal die Informationen bekommen von dem Kollegen, was im Groben passiert ist. Habe mir dann den Patienten angeschaut, habe gesehen, er ist mit den Beinen eingeklemmt. Habe den Puls gefühlt, der eigentlich recht kräftig war, recht kräftig zu fühlen war noch. Und habe dann geschaut, dass der Patient halt so schnell wie möglich aus dem Auto befreit wird. Ne? Pass auf. Du hältst den Tubus. Ich hab den Tubus. Hey, pass mal, jetzt wartet mal ein bisschen. Wollt ihr uns die Hand weg? Ja, dir, wenn ich... Kannst du sehen? Ja, hab ich. So, gib mal den anderen Beutel mit dem Schlauch, da muss man hin. Ja, wir müssen jetzt... Warte mal, gib mal her. Peter! Warte mal, lass mal gucken. Bett für SAT. Was? Ein Bett für ein Schädelhirntrauma. Nicht Siegen. Siegen ist raus. Hier Bonn. Koblenz. Bonn, Koblenz, Versuch. Kannst du versuchen? Ja. Was hast du? Pass auf, du hast keine Handschuhe an. Kannst du mir die Braunhöhle da fixieren? Ja. Hast du die Pflaster noch? Wie weit sind die denn da hinten? Ich guck mal. Passt mal auf. Ja. Bleib mal, lass mal, dreh mal zu. Halt mal. Er fixiert das gerade. Ich will mal trotzdem mal gucken, wie das auf deiner Seite aussieht. Für mich ist es wichtig, in den Situationen einfach ruhig zu bleiben. Es ist schon eine schwere Anspannung innerlich da. Ja? Trotzdem versuche ich halt, mich selbst ruhig zu halten, weil je aufgeregter und nervöser man bei so einem Einsatz ist, desto mehr läuft schief und desto mehr Fehler passieren, was unter Umständen den Patienten das Leben kosten könnte. Guck mal, wie man das hier... Kann man nur hoffen, dass da unten keine LWK-Fraktur oder so. Keine LWK-Fraktur und kein Bauchtrauma. Krieg ich den frei? In Pedalen. Ja. Tja, Mercedes ist nicht umsonst so stabil. Oh. Jochen. Hä? Geht raus? Wunderbar. Pass auf, dann versuchen wir jetzt mal hier die... Ach, das ist so ein scheiß Chaos. Jetzt kannst du die Rückenlehne nicht zurück machen. Geht das? Wollen wir die da hier rausziehen? Zu dir? Guck mal, hier gut rausziehen. Ja? Auf die Seite. Ja, dann tun wir die Trage samt Vakuummatratze auf die andere Seite und dann ziehen wir ihn da drüben raus. Dann gib mal wieder unseren Beutel her. Unser Beutel. Wartet mal. Langsam. Jochen? Jochen! Jochen, wo ist denn unser Beutel? Gib mal her. Moment. So, macht euren Sauerstoff mal aus. Bleibst du am Kopf? Ja, ja, ich kann. Dann freut mich. Einfach mal die Beine nehmen. Ja. Ich zieh's mal hier raus. Darf ich mal gucken? Warte, hast du den anderen Arm? Die Infusionen. Reich die mal frisch erst. Mach die mal zu. Reich die mal hier rüber, Martin. Warte, ich mach's erst mal zu kurz. Ist da? Warte. Gut. Hier. So, jetzt geht einer mit dem anderen Beutel rüber. Da war doch eben noch ein schwarzer Beutel. Pass auf den Kopf, den Kopf nehmen. Gut.
Komm, rum auf den Rücken. Freunde. Ich hab. Ist gut. Vorsicht. Vorsicht, die Infusion ist gleich raus. Der hat halt über einen Knopf unten. Ja, fühle mal. Der knistert. Oh ja, hier. Ja? Da müssen wir wahrscheinlich eine Thoraxdrainage legen. Guck mal erstmal da außen rum an der Granate, oder? Oh. Ja. Er hat einen stabilen Thorax. Das muss jetzt relativ zügig gehen. Ja. In dem Rettungswagen habe ich, wie ich das eigentlich immer mache, erstmal eine grob orientierende Untersuchung vorgenommen. Habe eigentlich gleich festgestellt, dass der linke Brustkorb höher steht wie der rechte. Und auch ein deutliches Hautemphysem, das heißt ein Knistern der Haut, bemerkt. Ja. Das alles sind Zeichen für einen Pneumothorax, das heißt, dass Luft in den Brustkorb eintritt durch eine Durchspießung der Lunge oder durch eine Quetschung der Lunge, wobei Lungenbläschen platzen können. Und dadurch kommt es zum Lufteintritt während der Inspiration, während der Einatmung des Patienten. Die Luft kann aber anschließend nicht wieder raus aus dem Brustkorb. So entsteht im Brustkorb selbst ein Überdruck, der dann die entsprechende Lunge komprimiert, zusammendrückt und sogar das Herz und alles verdrängen kann. Das gibt dann massivste Kreislaufprobleme, stört die Sauerstoffversorgung des Körpers. Ich habe dann einen kleinen Schnitt an der Thoraxseite, an der Thoraxwand durchgeführt und eine Thoraxdrainage eingelegt, wo dann die Luft drüber zum einen erstmal entweichen konnte und die Restluft habe ich dann abgesaugt mit einem speziellen Saugsystem. Jetzt ziehe ich mich steril an. Ist gut. Es wird alles gut. Na komm. Hast du das fixiert drum? Ja, ist da drin. Der Bell ist unter deinem Zug gefallen. Ja? Ja, macht nichts, brauchen wir nicht mehr. Ja, das ist richtig. Wieder dann eigentlich so wenden und auf einmal noch ein dick. Oh, hier. Gibst du ganz drauf, knurrisch mal, was? Ja, hatte ich vor. Und saugen. Ja. Gut, warte, ich will erst noch fertig knoten. Nimm mal hoch. Dann nehmen wir hier das Rollenpflaster, Martin, das ist ganz gut. Pass mal auf, wir pellen ihn jetzt. Gib noch mal die Schere, geh den Arm noch mal freischneiden. Müssen wir jemanden. Knopf versuchen, ob da geht. Hast du was gespürt an dem Bein? Ich hatte früher nichts getastet da. Kapitation oder so. Die Beine waren frei. Was kaputt ist, ist das Becken mit Sicherheit. Ja, da gehe ich auch von außen wieder eingeklemmt. Da kann man froh sein, dass er so dünn ist. Da hat er richtig für die Drainage drin, war richtig gezischt. Ne, hast du gehört, ne? Warte mal, ich heb mal mit an. Komm! Fusion. Und hier, da müssen wir. Hier muss an meinen Part muss jetzt ein anderer dran. Weil, warte, ich geh mal auf die andere Seite, nimm mal den Beatmen. Soll ich überhin? Ja, es geht. Ja, alles klar. Ja, okay. Rein. Okay, Peter rein, ab. Peter! Komm mal. Mit schwersten Verletzungen wird der Patient in die nächste Klinik geflogen, wo er sofort operiert wird. Zwei Tage später. Ja, Jochen, ich habe auch gestern einen Koblenz nochmal angerufen. Den Patienten von Samstag, ne? Der Eingeklemmte. Bei Rosenberg. Der ist ja verstorben. Der ist ja verstorben noch in der gleichen Nacht. Und weißt du, was der gehabt hat? Wir haben den ja abgegeben, da ging der ja schon langsam im Blutdruck etwas runter. Ne? Ja, Druck von 70. Ja. Und wir mussten ja dann in der Dämmerung dann wieder zurückfliegen. Und die haben jetzt Blut reingepresst, haben damit den Blutdruck erhöht und wir sagten, auf einmal hätte die Thoraxdrainage in einem Schwall Blut gefördert, wie verrückt. Ne? Von uns die?
von uns Ultrathorax-Drainage. Dann haben sie nottorakotomiert, Brustkorb aufgemacht und dann haben sie einen völlig zerfetzten rechten, eine rechte Herzkammer gefunden, Ventrikel. Ne? Das, was ich auch vorher schon gesagt habe. Die Veränderungen im EKG. Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, die Veränderungen im EKG, da ist auch bestimmt was vom Herzen los. Ne? Und das Perikard, der Herzbeutel, hat das jetzt erstmal tamponiert, ja, dass er nicht direkt verblutet ist und jetzt bei Druckerhöhung ist das irgendwann geplatzt und dann war es aus. Ja. Ja. Man kann nicht über jeden Notfall sich immer Gedanken machen. In der Zwischenzeit hat man möglicherweise schon den nächsten Notfall und muss sich wieder auf ganz andere Dinge konzentrieren. Und wenn man jedem einzelnen Notfall hinterher trauern möchte, würde, dürfte, könnte, wäre man, glaube ich, mit nichts anderem mehr beschäftigt. Man würde vielleicht irgendwann in die Depression verfallen. Im Januar hat man einen Satz auf dem Westerwald. Da war so ein Fall von einem plötzlichen Kindstod. Da war also so ein Säugling, der war 9 Monate alt, der ist gestorben. Und dann haben wir den hier mit rübergenommen nach Siegen unter ganz widrigsten Wetterverhältnissen. Also muss ich ehrlich sagen, das war der Pilot, der hat da echt Glanzleistungen vollbracht. Und das Kind war halt mehr oder weniger schon tot, konnte man so nichts mehr großartig machen. Wir haben zwar noch im Hubschrauber noch weiter Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht. Ja, und wie ich dann diesen Leichnam mehr oder weniger aus dem Hubschrauber rausgeholt habe, dann hatte ich dann das Baby im Arm, wie ich dann so meinen Sohn, der genau das gleiche Alter hatte oder hat, dann wie ich den so trage. Und dann hatte ich doch schon, dann waren wir doch schon zum Heulen zumute, das muss ich wirklich sagen. In der Nähe von Wetzlar oder in Wetzlar ist vom Kampfmittelräumdienst beim Entschärfen von der Bombe sind 3 Mitarbeiter tödlich verletzt worden, die waren zerfetzt. Die waren in unmittelbarer Nähe dieser Bombe und 2 Schwerstverletzte. Also mit so einem Einsatz wird man mit Sicherheit nicht täglich konfrontiert. Das war auch einer meiner schlimmsten Einsätze. Ich war relativ neu am Hubschrauber und diese Art Einsätze habe ich noch nie vorher erlebt. Das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Aber mit Patienten konfrontiert zu sein oder mit Leichen, die total auseinandergepflückt waren, also wo nicht mehr zu erkennen waren, was für Menschen waren, und selbst die 2 Schwerstverletzten, wo wir nur einen von transportiert haben, die sahen also aus, sagen wir nur Zustand nach Kriegsverletzung. Also grausamer geht's nicht. Wenn wir den Beruf an dieser Stelle so machen sollen, dann darf man von uns auch erwarten, dass wir es mit einem Mindestmaß, vielleicht auch einem Optimum, vielleicht auch einem Maximum an Professionalismus betreiben. Das heißt, wir sind schon die Leute, die es medizinisch wie auch immer bewerkstelligen müssen. Wer soll es denn sonst tun? Sicherlich wird es dann, je größer der Schaden ist, der vielleicht zu beheben ist, unterschiedliche Formen von Verantwortung geben, die der Einzelne tragen muss. Das ist klar, wenn irgendwo eine Chemiefabrik in die Luft fliegt, was der Herrgott verhüten möge, ich möchte diesen Einsatz nicht haben. Ich will ihn nicht haben. Ich brauche das nicht, diese Aktion. Dann bin ich schon auch froh, wenn ich den Hut nicht aufhabe. Vielleicht die Versorgung von Verletzten zu organisieren. Wenn ich der Erste bin, muss ich das schon machen. Wir kamen von einem Einsatz zurück. Wir durften vorzeitig abdrehen, weil klar war, am Unfallort war der Verletzte verstorben. Wir wurden also nicht mehr gebraucht und sind also einen relativ weiten Weg wieder zurückgeflogen und haben also kurz vor Landung die Mitteilung bekommen, es sei da in der Nachbarschaft eines Feuerwehrmitarbeiters jemand umgefallen. So, das haben wir sofort über Funk bekommen und sind halt hingeflogen. Das hat vielleicht 4 Minuten gedauert oder so. Auf den Boden legen. Diesen Stuhl da raus. Hier haben Sie eine Decke. Unterkopf, ja. EKG bauen wir an? Wird doch nicht. Bauen wir EKG an, damit wir sehen, was da los ist. Suprarenin können wir auch gleich. Kriegst du den Zugang da an der Vene? Ja, ja. Der ganze Einsatz im Ablauf war recht routinemäßig angelegt. Eintreffen kurz nach Einsetzen der Notfallsituation vielleicht und sofortiges Beginnen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Also Herz-Lungen-Wiederbelebung. Wir haben natürlich also Infusion angelegt. Wir haben ihm Medikamente
gegeben und geben müssen und haben versucht, also das Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Was warst du super in ihm? Super in ihm. 1 zu 10 wieder. Da müssen wir mal drücken. Dann brauchen wir einen Sauerstoff. Ziehen. Ist kaputt, wa? Ja. Vorschieben. Richtig schnell vorschieben. Hallöchen. Uwe? Wir müssen mal noch einen Zugang legen. Ja, müssen noch einen Zugang legen. Ja, ihr drückt weiter. Dann sehen wir auch mal ein EKG an, damit wir mal wissen, wo wir sind hier. Ich stelle noch mal ab jetzt. Ein Stethoskop. Okay. Okay. Hier ist, warte mal, hier ist eins. So. Ein paar Puffer. Mehrere. Mhm. Und wir dachten, wir brauchen ein bisschen auf. Der ist gut, Thomas ist gut. Ich dachte, wir waren der Regel. Bitte? Und einfach gebrochen. Ja, ja, ist klar. Nee, nee. Ist ja noch drin? Ja. Machen wir so weiter. Ja. Ich bin da rechts, die Maske. Wie? Die Maske gibt es auch nicht. Ja. Thomas sagt, das EKG. Ja? Machen wir eine Pause nochmal? Ja, wir müssen weiter drücken. Mach hier nochmal. So. Du hattest Dopamin jetzt in der. In der Infusion. Gut. Und die tropft so ein bisschen vor sich hin. Wann ist er denn umgefallen? Gleich. Ungefähr wie viele Minuten? Viertel nach sieben. Sie haben schon Arzt gerufen, als es ihm schon schlecht ging, aber da war er noch nicht. Da war ich, da saß er hier auf dem Stuhl, da bin ich gelegt, da habe ich die Versehnung. Ja. Wie alt ist Ihr Mann? Der wird im Dezember 70. 70? Also, also, 15. Was hab ich? Nimmt da Blutdruckmedikamente ein? Ja. Kommt aber nach wie vor nix. Bitte? Ja, müssen wir hier weitermachen, Leute, das hat er keinen Zweck. Super. Ja. Hier, mal drücken, oder? Dann lass mal ein bisschen ausschalten, dann kannst du gleich schauen. Dann konnte ich ab. Das sind die Medikamente? Das sind die Medikamente, die ein. Godamet nimmt er aber nicht mehr ein hier. Ja, ich weiß nicht. Nee, ja. Anscheinend nicht. Wenn's hat er schon mal einen Herzinfarkt gehabt? Herzinfarkt, ne? Nee. Schlaganfall für 10 Jahre. Schlaganfall? 11 Jahre, 84. Ja. Hat er darüber geklagt, dass er jetzt irgendwas nicht bewegen konnte? Ja, der hat auch immer wieder, da wieder gearbeitet. Herzschmerzen gehabt vorher? Herzschmerzen? Ja, mit dem Herzen, da hat er mit der Durchsage. Ja, aber nicht direkt jetzt, sondern das war aus heiterem Himmel. Aus kann ja möglich sein, auf dem Weg auf die Treppe gerade hoch, ne? Er hat ja nichts mehr gesagt. Ach, er kam von draußen? Wir kamen von mir schon. Ach so. Und dann sind wir doch noch im Auto, ist er doch gefahren. Ja. Und kam die Treppe hoch und dann er ist selber Auto gefahren? Ja, sicher ist er selbst Auto gefahren. War doch noch gar nichts. Hier kommt aber eine Menge an, du, durchs Drücken. Durchs Drücken, ja, aber wenn ich aufhöre. Na komm, wir machen noch. Wie lange machen wir jetzt? 20, 25 Minuten? Ja, 20, war. Eine Viertelstunde. Das war also recht angenehm. Die war nicht in Panik, sondern vielleicht hat sie die Situation auch nicht so eingeschätzt, wie wir sie gleich eingeschätzt haben. Ja, ist auch. Sie meinte einfach, ihr Mann geht schlecht, der ist ohnmächtig, der sagt nichts mehr und jetzt kommt aber Hilfe und dann ist gut. Ich musste ihr schon nach ungefähr einer Viertelstunde sagen, dass das so gut gar nicht aussieht. In der Hoffnung, dass sie kapiert, dass ihr Mann wahrscheinlich nicht zurückgeholt werden kann ins Leben. Ich sehe, was los ist. Sie sehen es, nicht? Ja. Oh, Päuschen. Päuschen. Warte mal. Alle Register gezogen, ne? Ja.
Das Gehirn ist natürlich unterversorgt gewesen mit Sauerstoff. Nicht in der Zeit, in der der Kreislauf nicht da gewesen ist. Ich hatte schon so und so lange wiederbelebt, erfolglos. Und hatte dann festgelegt in der Situation, wir machen noch 5 Minuten. Und dann hören wir auf. Schluss. In der Situation hast du tatsächlich den Hut auf und du musst es auch selber verantworten. Da hilft dir auch keiner. Mama? Pause. Wir hören jetzt mit diesen Wiederbelebungsmaßnahmen auch auf, weil es keinen Zweck mehr hat. Ja. Ja, er hat ganz weite Pupillen. Hat sicherlich auch. Ich sag, ich hab sie sofort. Ich hab angerufen, hab einen Stuhl hingestellt, hab sie angerufen, hab die Frau Senior gerufen. Mehr konnte ich nicht machen. Ja? Ach ja. Dann hören wir jetzt auf hier. Ja? Es geht nicht mehr. Ein bisschen frische Luft ist auch nicht schlecht jetzt. Man muss vielleicht auch lernen, mit widrigeren Umständen oder nein, anzuerkennen, dass man eben im Rahmen seiner Möglichkeiten das Erforderliche noch hat leisten können. Wollen sowieso. Ich denke, jemand, der das nicht will, der kann nicht lange Zeit Notfallmedizin machen. Aber man muss eben auch anerkennen, dass es nicht immer optimal laufen kann. Ich würde sagen, der Tod ist alltäglich bei uns. Ja, das ist also, ich würde sagen, ist keine Ausnahme mehr. Wir gehen mit dem Tod um, wie jeder Handwerker mit seinem Werkzeug. Ich denke mal, sage ich nichts Falsches jetzt, aber das ist so. Hm. Ich würde es so aus dem Gefühl her sagen, ja. Das ist allgegenwärtig bei uns. Vor Einbruch der Dunkelheit werden wir zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Ganz schön lebensmüde, da hinten am Heckrotor vorbeizurennen. Ja, jetzt nicht wieder zurücklaufen, stehen bleiben. Der Unfallhergang ist tragisch. Ein betrunkener Autofahrer überholt trotz Gegenverkehr und rammt ein mit 6 Personen überfülltes Fahrzeug in die Böschung. 3 der Insassen sterben noch am Unfallort. Die Erstversorgung der Überlebenden wird mehrere Stunden dauern. Unsicher bewege ich mich über dieses Schlachtfeld, versuche vergeblich Bilder und Töne zu verarbeiten, die für andere zum Alltag geworden sind. Ich frage mich, was ich trotz meiner Kamera hier suche. Und beschließe an dieser Stelle die Dreharbeiten zu beenden. Gehen Sie bitte etwas zurück, vor allen Dingen mit der brennenden Zigarette hier weg, sonst gibt einen auf das Ohr. So, sind Sie auch beteiligt? Das sind 2 Kinder von Ihnen. Ja, gucken Sie mal. Das ist meine Tochter. Ja. Der Junge, der Roteige, das ist mein Junge. Welcher? Der eingeklemmt ist. Könnt ihr euch irgendwie mal mit der Frau so ein bisschen, am besten setzen Sie sich hier zu Ihrer Tochter. Ich glaube, der tut es gut, wenn Sie ein bisschen mit ihr schwätzen, ja? Hallo, wie heißt du denn?
Hallo. Wie heißt du? Das ist okay. Holt doch mal von euch eine Trage, ja, dass wir mal die Verletzten jetzt irgendwie erstmal auf eine Trage. So, den kriegen wir raus jetzt. Warte, ich komm rum. So, komm mal bitte weg hier. Hol mal raus. Den hol ich raus jetzt, ja. Sollen wir wieder anpacken? Oder? Nee, pass auf, den legen wir uns hierher. Und legen wir hier drauf. Hat immer einer gerade hier. Nee, lass mich ganz wegbringen. Den decken wir zu mit der Decke hier. Dann machen wir jetzt Meldung, dass einer von den Ja, ja, ist gut. Pass auf, das ist der Vater. Ich schnappt euch den. Schnappt euch die Eltern. Auch alles Dichte. Hier läuft Blut zurück. Was ist das für ein... Ach so, okay, gut. Alles klar. Hat nichts mehr zu melden. Okay. Hier ist grün. Der alkoholisierte Unfallverursacher überlebt den Zusammenstoß. Spät in der Nacht wird er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.